Ja, liebe Studierende, liebe Freunde und Freundinnen des ZAZ, Zentrum Altertumswissenschaften Zürich, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen des ZAZ begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser letzten Aufzeichnung eines Vortrags unserer Ringvorlesung Demokratie, Demagogie und Populismus in der Antike und heute unter den halt sehr speziellen Bedingungen der Covid-19-Pandemie. Aber wir sind sehr froh, dass wir diese Ringvorlesung trotzdem so durchführen können. Und ich danke jetzt schon Professor Francis Schönewall ganz herzlich, dass er bereit ist, eben jetzt heute diesen Vortrag hier in diesem Rahmen uns zu halten. Es war von Anfang an klar, als wir mit der Organisation dieser Ringvorlesung begonnen haben, dass wir Francis Schönewall unbedingt dabei haben wollten. Er zählt an der Universität Zürich zweifellos zu den Professorinnen und Professoren, die sich seit sehr vielen Jahren sehr intensiv mit Demokratie und demokratischen Fragen als Politikwissenschaftler beschäftigt, war auch Mitglied des viel zitierten NCCR Challenges to Democracy in the 21st Century und hat überhaupt auch sonst, wie wir sehen werden, in diesem Zusammenhang sehr viele und intensive Forschungen betrieben. Wenn ich kurz etwas einführend zu seinem Curriculum sage, so gibt es auch eine Zeit davor sozusagen und das beginnt schon mal mit dem Abschluss, was mich als klassischen Philologen natürlich freut, am Berner Kirchenfeld mit meiner Matura Typus A mit Latein und Griechisch und nachher hat sich der Schwerpunkt nach Fribourg verlegt, wo er während vieler Jahre im Orbit, kann man sagen, eines ganz bedeutenden Philosophiehistorikers und auch lieben Freundes von mir, kann ich sagen, Rudi Imbach war eine ganz inspirierende Persönlichkeit und ich nehme eben an, dass er dich entsprechend stark geprägt hat. Also das sieht man eben auch im Zusammenhang mit dem Curriculum. Francis Schönewall hat in Fribourg dann die Licence et Lettres in Philosophie 1986 abgeschlossen. Er war danach sofort, und da beginnt diese Auslandtätigkeit von Francis Schönewall, die sehr reichhaltig und abwechslungsreich auch ist, war er Lecturer in Philosophy am St. Hyacinth College in Granby, Massachusetts für ein Jahr und anschließend für ein Jahr Assistent von Rudi Imbach in Fribourg. Es folgte anschließend diese Zeit wiederum in Amerika als Graduate Fellow und Teacher Assistant an der Georgetown University im Department of Government, wo er Politologie studiert hat, bevor er dann nach Fribourg zurückgekehrt, beziehungsweise nein, zuerst noch in den Anden war, an der Universidad de los Andes in Bogotá, Colombia, als Professor Invitado und anschließend von 1992 bis 1996 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Fribourg in der Philosophie gearbeitet hat. Dort wurde er 1995 auch promoviert mit einer Arbeit, die sehr, sehr interessant klingt und eben typisch auch für die Forschungen von Rudi Imbach ist, nämlich Konzentration auf Dante. Francis Schönewall hat ein Buch publiziert, 490 Seiten in München 1995 mit dem Titel Die Rezeption der Monarchie Dantes bis zur Editio Princeps im Jahre 1559, Metamorphosen eines philosophischen Werkes. Anschließend ging der Weg von Francis Schönewall so weiter, dass er verschiedene Lehrauftrage und auch Gastprofessuren übernommen hat. Zunächst eben in Paris an der École Pratique des Hautes Études und dann an verschiedenen Universitäten in der Schweiz, in Neuchâtel, Bern, Basel, Zürich und Genf. Und dann auch Brüssel, das immer wieder auftaucht, wie natürlich dann auch zunehmend die Europäische Union ins Interessenzentrum der Forschungen von Francis Schönewall geraten ist, ein Lectureship in Political Theory an der Freien Universität in Brussels und da ist auch zusätzlich zu erwähnen, dann natürlich jetzt hauptsächlich auch die Venia Legendi, die in der Zwischenzeit dazu kam, hier an der Universität Zürich im Jahr 2001 in Philosophie mit einem Band, einer Forschung, die einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt
charakterisiert, der sicher auch für das ZAZ irgendwann mal von Interesse sein könnte, nämlich eben den Kosmopolitismus, dessen Wurzeln ja auch bekanntlich in der Antike liegen, nicht zuletzt ja in der Stoa. Francis Schönwall hat das aber aus der Perspektive der Moderne untersucht und im Jahre 2002 beim Schwabe Verlag in Basel ein Werk publiziert mit dem Titel Philosophie in weltbürgerlicher Bedeutung über die Entstehung und die philosophischen Grundlagen des supranationalen und kosmopolitischen Denkens der Moderne. Es folgen dann Jahre, in denen er ein Assistenzprofessor des Nationalfonds war, von 2002 bis 2008. Und in dieser Zeit fällt auch seine Funktion als Rapporteur for Property Rights der Commission on Legal Empowerment of the Poor der Vereinten Nationen und auch die eine Gastprofessur in Nantes, Tätigkeiten in Oxford und andere Dinge dazu. Dann schließlich hat er auch in Zürich noch einen zusätzlichen Abschluss sich erworben, nämlich das Certificate of Advanced Studies in Corporate Finance. Und auch das sieht man nachher bei den Projekten, wie diese Interessen dazugekommen sind. Das passt sehr gut zum gestrigen Vortrag von Marc Schöne, wo wir genau über diese Dinge natürlich auch diskutiert haben und eben die Frage, was bedeutet das für die Demokratie, so wie sich die Finanzmärkte in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, eigentlich auch entwickelt haben. Seit 2011 ist er Ordinarius an der Universität Zürich als Nachfolger von Georg Kohler auf dem Lehrstuhl für politische Philosophie und hat in diesem Rahmen natürlich verschiedene wichtige Funktionen auch übernommen. Unter anderem ist er Mitglied des Executive Boards des Ethikzentrums. Er wirkt mit im Kompetenzzentrum für Menschenrechte, dann in diesem gemeinsamen Projekt von ETH und Universität Zürich, dem Center for International and Comparative Studies, und er ist weiterhin auch, was er schon früher gemacht hat, als Lecturer in Genf tätig im Rahmen des Master of Advanced Studies in International and European Security am Geneva Center for Security Policy. Das sind die wichtigsten Punkte. Außerdem, was auch sicher sehr interessant ist, die Mitwirkung im Schweizerischen Institut für Auslandforschung und eben der Vergabe dort dieser prestigeträchtigen Awards. Da ist er beteiligt und ein Blick auf seine Drittmittelprojekte macht auch sofort klar, warum es eben für uns zentral war, ihn im Rahmen dieser Ringvorlesung zu Demokratie und Populismus auch zu haben. Er hat eben zahlreiche Projekte, die damit zu tun haben und auch so oder so sehr interessante Projekte sind. Im Moment läuft gerade ein Projekt zu Integrity, Empowering Students Through Evidence-Based Scaffolded Learning of Responsible Conduct in Research. Das ist natürlich weit über diese Thematik hinaus von zentraler Bedeutung. Aber außerdem, wie gesagt, auch die Finanzen. Er ist Principal Investigator in einem Nationalfondsprojekt zu The Anatomy of Systemic Financial Risk. Und bei den schon abgeschlossenen Projekten sind eben viele mit dabei, die mit Demokratie, mit Menschenrechten zu tun haben. Nicht zuletzt auch europäische Kommissionsprojekte wie Project BU Citizen oder auch ein Nationalfondsprojekt Is There a Human Right to Democracy oder andere interessante Themen wie eben auch der Underdetermination of the Critique of Economics, Amartya Sen as Model. Auch das natürlich eine fantastische Persönlichkeit. Und die Mitwirkung am NCCR, Challenges to Democracy, hatte ich ja bereits erwähnt. Andere Projekte waren der Kosmopolitismus und so weiter. Er ist auch Editor in maßgeblichen Zeitschriften. Und wenn wir jetzt abschließend noch einen Blick auf seine Publikationen werfen, eben abgesehen von den üblichen Publikationen von Dissertation und Habilitation, die schon sehr gewichtig und bedeutend sind, so ist für unseren heutigen Abendvortrag natürlich das Buch von 2015 über Demokratietheorien ganz wichtig. Dann außerdem auch 2011 The Government of the Peoples on the Idea and Principles of Multilateral Democracy. Ich nehme an, La Cité des Peuples, Mémoire du Cosmopolitisme ist aus der Habilitation herausgewachsen, ist wie eine Art Kurzfassung, hat man den Eindruck davon. Und sonst hat er zahlreiche wichtige Publikationen eben in Gemeinschaft auch mit anderen herausgebracht.
herausgebracht, auch Special Issues von Journals, zum Beispiel über Conservatism und dann ein Begriff, der häufig in seinen Forschungen auftaucht, European Democracy as Demokracy. Da zeigt sich natürlich auch seine gräzistische Kompetenz. Die Demokratie kennt auch die Pluralform der Demokratie, ist natürlich nicht antik, aber eine sehr schöne Wortprägung, die ja durchaus eben sehr wichtig geworden ist im Zusammenhang mit der Diskussion über das Verständnis der Europäischen Union, der häufig vorgeworfen wird, sie sei eben zu wenig demokratisch und dann auch in Abgrenzung gegenüber der Auffassung, dass eine europäische Identität geprägt werden solle, wurde dieser Begriff sehr stark eigentlich eben gepusht, nicht zuletzt von Kalypso Nikolaidis, mit der du zusammen ja auch publiziert hast. Und das ist ein Terminus, der häufig in deinen Forschungen auch zu finden ist. Und sonst Citizenship, Völkerrechtsphilosophie, Legitimationsgrundlagen der Europäischen Union, aber eben genauso noch die frühere Tradition des Einstiegs in die Philosophiegeschichte, Publikation zu Albert dem Großen, zu Dante und schon vor der Dissertation auch eine Arbeit zusammen mit Rudi Imbach zu Thomas von Aquin. Also das einfach als einen Einblick und zum Abschluss nur noch die jüngsten Publikationen, die auch diese Breite und die Wichtigkeit seiner Forschung und Arbeiten für unsere Ringvorlesungen dokumentieren. Im Jahre 2020 ist ein Buchkapitel Demokratie und Internationalisierung von ihm erschienen. Außerdem hat er auch in der NZZ über die Nachhaltigkeit im Umgang mit dem Coronavirus publiziert. Auch das ist eben typisch und schön, wenn in die Medien hinein auch die Professorinnen und Professoren der Universität Zürich wirken können und auch wirken. Dann vor kurzem bin ich ihm auch begegnet in einem Porträt der NZZ zu Anton Affentranger, wo gesagt wurde, dass ihr immer zusammen joggen geht. Und tatsächlich, hier sieht man auch, dass du das Vorwort eben zu einem Band, der ihm gewidmet ist, verfasst hast. Dann Democratic Self-Government in the European Union's Polycentristic System und gleichzeitig auch ein schweizerischer Radio- und Fernsehbeitrag in diesem Interview. Sind die Traditionsparteien ein Auslaufmodell? Also keine Frage, Francis Schönewall ist eine Person, die genau richtig ist eben für diese Ringvorlesung und von daher freue ich mich sehr, dass wir jetzt als letzten eben dieser offiziellen Aufzeichnungen einen Vortrag von ihm hören zu dieser Frage, ist direkte Demokratie populistisch? Bitte, Francis. Ganz herzlichen Dank für diese sehr sorgfältige Vorstellung. So sorgfältig wurde ich noch nie vorgestellt an einem Vortrag. Und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Freude und auch Ehre, hier in dieser Ringvorlesung mich beteiligen zu dürfen. Sehr, sehr prominent besetzt. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Das ist sehr schön. Es ist auch schön, wieder einmal in einem Hörsaal zu sein. Und wir sind ja drei, also Tres, Fakio und Kollegium, nicht wahr? Es ist also hier alles zum Besseren bestellt, nach und nach. Ja, ich will heute Abend, meine Damen und Herren, zum Thema sprechen, ist direkte Demokratie populistisch, und ich wäre natürlich kein richtiger Philosoph, wenn ich nicht diese Frage zunächst hinterfragen würde. Und es ist auch so, dass ich in den ersten drei Teilen heute Abend eigentlich die Frage reformulieren werde und begründen werde, weshalb man die Frage präziser formulieren muss. In dieser allgemeinen Formulierung ist sie nicht besonders zielführend und eher irreführend. Das werde ich in drei Teilen tun. Zunächst einmal eben zu Volksabstimmung als Teil demokratischer Institutionen. Ich werde etwas zu Populismus sagen, um ein Verständnis dafür zu geben, was ich meine, wenn ich frage, ob die direkte Demokratie populistisch ist. Ich werde auch ein paar Dinge dazu sagen, weshalb es womöglich ist, dass der Populismus problematisch ist für die Demokratie. Was sind eigentlich die problematischen Aspekte daran? Und dann komme ich in Teil 4 zur Hauptfrage, die ich dann so formuliere: Sind gemischte demokratische Systeme populistischer als reine wahldemokratische Systeme? Und zum Schluss mache ich ein paar Bemerkungen noch dazu. Also zur Einleitung, wenn ich jetzt von direkter Demokratie spreche, dann meine ich etwas ganz Präzises mit direkt, nämlich einfach auf Abstimmungsverfahren über Sachgeschäfte bezogene
Verfahren, an denen sich alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Kurz Volksabstimmung, ist also nicht gemeint, dass die direkte Wahl des Bundesrates auch direkte Demokratie wäre oder direkte Wahl des Präsidenten und so weiter, sondern direkt bezieht sich hier wirklich auf Abstimmungsverfahren über Sachgeschäfte. Zweitens, und das ist jetzt sehr wichtig, gehe ich von der Annahme aus, dass Volksabstimmungen Teil eines demokratischen Institutionengefüges sein können, mit repräsentativen Organen, mit Parlamenten und mit gewaltenteiligen Organen, also mit Judikativen und so weiter. Das bedeutet eben drittens, dass jetzt hier von mir nicht spezifisch die Rede ist von einer Demokratie, die eine direkte ist in dem Sinne, dass alle Entscheide, nämlich alle legislativen, judikativen und exekutiven Entscheide von Volk direkt getroffen werden, sondern ich spreche von direkter Demokratie in dem Sinne, dass bestimmte Elemente von Volksabstimmungen Teil sein können eines größeren repräsentativen und gewaltenteiligen Systems. Das andere bezeichnet man in der Fachliteratur, in der politischen Theorie als Assembly Democracy. Und das wird dann meistens auch gleich ins Feld geführt, um die direkte Demokratie abzulehnen. Aber was abgelehnt wird, ist eben eine Vorstellung einer direkten Demokratie, wo auch judikative Entscheide und exekutive Entscheide immer direkt vom Volk getroffen werden. Auf diesem Bild, das Sie hier sehen, kann man sich das doch veranschaulichen, was ich jetzt gesagt habe, obschon das hier natürlich die Glarner Landsgemeinde ist, handelt es sich hier eben nicht um eine Assembly Democracy im allgemeinen Sinn, weil die Judikative des Kantons Glarus ist hier nicht versammelt. Hier werden nur legislative Entscheide gefällt. Und Sie sehen auf dem Bild das versammelte Stimmvolk. Sie sehen hier die Exekutive, die auch abgetrennt ist. Und Sie sehen die Nichtmitglieder. Aber das ist eigentlich eben ein Ausdruck dessen, was ich jetzt meine mit direkter Demokratie. Das wären bestimmte Elemente des direkten Abstimmens, die Teil sind eines gewaltenteiligen Systems und auch eines Systems, wo unter Umständen diese Volksversammlung ersetzt wird durch ein Parlament, das also das Volk nur Abgeordnete wählt, welche dann wiederum bestimmte legislative Entscheide fällen. Abstimmungen über Sachgeschäfte, von denen wir hier heute Abend reden wollen, die sind sehr vielfältig möglich. Und ich gehe das schnell durch, einfach um die Varianz aufzuzeigen, die vorkommt, und um auch die Bedeutung aufzuzeigen, die Differenzierungen haben, wenn wir zu einem Urteil über direkte Demokratie gelangen können, kommen wollen im Zusammenhang mit dem Populismus. Es gibt zunächst einmal die Pflicht der Regierung und oder des Parlaments, einen neuen Verfassungsgesetzestext oder auch Budgetposten oder einen internationalen Vertrag zur Abstimmung zu bringen. Das ist das sogenannte obligatorische Referendum. Das kennen wir aus der Schweiz. Dann gibt es das Recht einer Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, durch Sammeln von Unterschriften einen Verfassungs- oder Gesetzestext vorzuschlagen. Man nennt das Agenda Setting Initiatives, zum Beispiel die European Citizen Initiative, ECI, so ein Beispiel, eine Agenda Setting Initiative. Die zweite Variante davon ist, wenn diese Vorlage direkt zur Abstimmung gebracht werden kann, falls eine bestimmte Unterschriftenzahl erreicht ist, das wäre dann das Instrument der Volksinitiative. Das kennen wir aus der Schweiz. Dann gibt es ferner das Recht, eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern durch Sammeln von Unterschriften eine von repräsentierenden bereits beschlossenen Gesetzestext, der auch schon implementiert ist, zur Abstimmung zu bringen. Das ist das sogenannte abrogative Referendum. Das kennen wir in der Schweiz nicht. Das kennt man zum Beispiel in Italien. Was wir in der Schweiz kennen, ist das nächste, nämlich das sogenannte ablehnende Referendum, wo eben ein von den Regierenden beschlossener Gesetzestext, aber noch nicht implementierter Gesetzestext zur Abstimmung gebracht wird und dann die Abstimmung bindend ist und der Text, wie er angenommen wurde, gilt dann als Gesetz. Dann gibt es noch die sogenannte Recall Election, oder das ist, wenn die Entfernung aus dem Amt einer Regierungsperson beschlossen wird. Das kennen wir
in der Schweiz nicht. Das kennen Sie vielleicht von Kalifornien. Und zu guter Letzt gibt es noch das Recht der Regierung und nur der Regierung, einen Gesetzestext oder eine Policy-Entscheidung zur Abstimmung zu bringen. Das nenne ich hier das Plebiszit. Und Sie sehen, das ist ein Unterschied, ob eben quasi bottom-up von unten durch Unterschriften sammeln ein Gesetzestext zur Abstimmung kommt oder ob das ein Privileg ist, eine Abstimmung zur Veranstaltung der Regierung. Natürlich, das ist hier eine Altertumsvorlesung. Plebiscitum in der römischen Republik bedeutete natürlich etwas anderes. Können wir vielleicht dann noch darüber sprechen, was hier der Unterschied ist. Und bei all diesen Verfahren, die ich jetzt genannt habe, gibt es noch einmal eine Unzahl von Variationen, nämlich bezüglich der Zeitdauer, also die Einlasshürden, oder? Was sind die Fristen, wie viele Unterschriften braucht es? Dann gibt es verschiedene Aggregationsregeln, kennen wir auch aus der Schweiz, entweder das einfache Mehr für das Referendum, das Volks- und Ständemehr für die Initiative. Es gibt Staaten, die haben Quorenregeln oder bestimmt, also das braucht eine bestimmte Stimmbeteiligung, damit die Abstimmung überhaupt rechtlich gültig ist. Dann der Status des Resultats kann sehr unterschiedlich sein. Manche Abstimmungen sind nur konsultativ und andere sind rechtlich bindend. Ich komme damit zu einer ersten Zwischenbilanz. Also wenn wir mal diese Assembly Democracy als Spezialfall aussondern, dann sind eben direkte und repräsentative Demokratie nicht zwei an sich vollständige und einander ausschließende gegensätzliche Modelle, sondern Elemente des Abstimmens können enthalten sein in repräsentativen und gewaltenteiligen Systemen. Es sind eben repräsentative Systeme denkbar, die Abstimmungsverfahren enthalten. Ich nenne das jetzt die gemischten demokratischen Systeme und solche, die nur Wahlen, also nur das Wählen von Repräsentierenden vorsehen. Ich nenne das jetzt die reinen wahldemokratischen Systeme. Und eine reine direkte Demokratie als Gesamtmodell, wo das Volk über alles entscheidet, das ist eigentlich in dieser konzeptuellen Ausprägung nicht denkbar. Und das ist nicht das, was ich heute Abend befragen möchte. Deshalb hier meine jetzt präzisierte Forschungsfrage für den Vortrag. Sind gemischte demokratische Systeme populistischer als rein wahldemokratische Systeme? Also sind Systeme, die nebst den repräsentativen Organen, die entscheiden, auch direkte Volksabstimmungen vorsehen, sind die populistischer als Systeme, in denen es wirklich nur Wahlen gibt von Repräsentierenden, aber keine Abstimmung. Das wäre die Frage. Na, um die jetzt beantworten zu können, muss zunächst einmal etwas zu Populismus gesagt werden. Es wurde in dieser Vorlesung schon viel zu Populismus gesagt. Ich rekapituliere etwas und ja, habe hier ein paar eigene Definitionsnuancen vielleicht mit dabei. Aber einiges ist hier Ihnen schon bestens bekannt, wenn Sie der Ringvorlesung gefolgt sind. Aber ich habe jetzt mal hier vier Punkte aufgeführt, die den Populismus, deren präzisen, auch wissenschaftlich benutzbaren Begriff von Populismus kennzeichnen. Und das erste ist sicher diese Vorstellung, dass der Demos der Demokratie ein präpolitisches, nicht rechtsförmig oder nicht institutionell konstituiertes Gebilde ist, sondern so ein primordiales Volk ist, ein primordiales Gebilde und völlig homogen. Also ein völlig homogenes präpolitisches Volk wird vorausgesetzt. Und dann zweitens wird von Populisten gemeint, dass eine einzige Führungspersönlichkeit oder Partei einen Alleinvertretungsanspruch erfüllt des Volkes, also quasi le peuple, c'est moi. Das kann man verschiedenartig belegen. Zum Beispiel der venezolanische Präsident Hugo Chavez hat seinerseits gesagt, dass er gewählt wurde, das venezolanische Volk habe nicht Hugo Chavez gewählt, sondern sich selbst. Immerhin kam es da
dazu bei einer Wahl. Aber es ist dieser Alleinvertretungsanspruch, der wichtig ist. Und dann, das ist vielleicht umstrittener, aber es ist so etwas wie eine uneingeschränkte Souveränität des Volkes, die vorausgesetzt wird. Was meine ich damit? Populisten lehnen in der Regel ab, dass es so etwas wie eine Negative Domain gibt der Politik. Das heißt, eine Grundrechtsdomäne zum Beispiel, wo die Politik nicht hin darf. Also es gibt bestimmte Dinge, über die wir gar nicht demokratisch abstimmen sollten, weil es geht um Grundrechte, es geht um Intimität von Menschen und Privatheit und so weiter. In der Regel akzeptiert der Populismus solche Einschränkungen der Domäne, der Domain dessen, was das Volk wollen darf, akzeptiert der Populismus nicht. Das ist scheinbar noch wichtig zu sein. Und dann viertens, es wurde ursprünglich immer gesagt, ja, Populisten, die kritisieren die Eliten. Dann wurde meines Erachtens zu Recht eingewandt, nein, das gehört zur Demokratie, dass wir Eliten kritisieren. Das hat ja auch, glaube ich, Jan-Werner Müller gesagt in seinem Vortrag. Das stimmt. Ich denke, dass hier noch etwas anderes vorliegt im Populismus. Also ich würde das nicht völlig rausstreichen aus der Populismusdefinition, sondern einfach sagen, Populisten stellen Eliten unter einen konspirationstheoretischen Dauerverdacht. Also es ist nicht einfach eine Kritik der Eliten, die soll ja sein in der Demokratie, sondern es wird den Eliten unterstellt, oder es wird unterstellt, dass das politische System, die Institutionen immer schon unterwandert sind von einer Konspiration der Eliten. Und wir hören ja viel über Verschwörungstheorien in diesen Tagen. Man versucht das oft inhaltlich zu beschreiben, was eine Verschwörungstheorie ist, aber eigentlich kennzeichnet sich die Verschwörungstheorie durch etwas Methodisches. Es ist nicht die Behauptung, dass es eine Verschwörung gibt, die eine Person zu einem Verschwörungstheoretiker in dem Sinn macht. Denn es gibt ja Verschwörungen und ich kann behaupten, dass sie stattfinden und dann habe ich entweder recht oder ich habe nicht recht. Was die Verschwörungstheorie im engeren Sinne auszeichnet, ist meines Erachtens eine Strategie der völligen Immunisierung gegen die Falsifikation der These. Das ist eine Verschwörungstheorie im engeren Sinne. Und das ist das, was Populisten machen. Sie behaupten nicht nur, die Eliten hätten sich gegen das Volk verschworen, sondern sie argumentieren auch gegen jede mögliche Widerlegung ihrer Thesen, immer wieder damit, dass die Widerlegung auch Teil der Konspiration ist. Und so geht das in eine Endlosschlaufe, die letztlich die eigene These immunisiert gegen eine mögliche Widerlegung. Das ist eine Verschwörungstheorie im engeren Sinne. Und ich glaube, dass Populisten so über Eliten sprechen, in diesem Modus der Verschwörungstheorie. Das ist nicht zu verwechseln mit einer einfachen Kritik an der Elite, die meines Erachtens zum normalen Leben, demokratischen Leben gehören sollte. Also was ist genau problematisch für die Demokratie an diesem Populismus? Das wurde, glaube ich, in dieser Ringvorlesung auch schon oft gesagt. Es ist so etwas wie ein Pars pro toto Fehlschluss vorhanden bei diesem Alleinvertretungsanspruch, nicht wahr? Und zwar ist es dann eben nicht nur der Anspruch, dass man das Volk vertreten möchte. Das macht jede Politikerin, jeder Politiker macht diese Representative Claim. Das ist völlig legitim. Aber wiederum, dass sich wehren gegen jede institutionelle Widerlegung dieses Claims, dass ich dann eben bei den Wahlen verlieren kann. Und wenn ich dann bei den Wahlen verliere, sie behaupten, ja, die Wahlen waren halt gefälscht und von der Elite gekauft und so weiter. Also jede mögliche Widerlegung meines Alleinvertretungsanspruchs betrachte ich als Populist dann als gefälscht. Und das führt zu diesem Pars pro toto Fehlschluss, wie man sagen könnte. Aber es ist zutiefst antipluralistisch. Es werden keine pluralistischen Verfahren akzeptiert. Oder wenn sie stattfinden, werden sie eben als reine Simulation der Demokratie betrachtet. Es gibt keine pouvoir intermédiaire. Also das Volk ist eben direkt vertreten. Es wird kurzgeschlossen. Die populistische Partei mit dem Volk. Es gibt keine Unterteilung mehr in Parteien, Interessengruppen, wo man das Volk durch seine pouvoir intermédiaire repräsentiert versteht. Und eben keine beteiligungsbasierte prozedurale Überprüfbarkeit des Alleinvertretungsanspruchs des Volkes. Und in dem Sinne natürlich auch keine Checks and Balances in einer institutionell ausdifferenzierten
gewaltenteiligen Demokratie. Das ist das Problematische. Jetzt die Frage, sind gemischte demokratische Systeme populistischer als rein wahldemokratische Systeme? Ich unterteile das noch einmal in zwei Fragen. Stellen gemischte demokratische Systeme eine Annäherung an die vier Definitionselemente des Populismus dar? Oder gibt es da womöglich sogar einen direkten begrifflichen Zusammenhang? Das wäre die Frage A. Die Frage B wäre etwas differenzierter und auch empirischer, tendenziell empirischer gestellt. Ceteris paribus, also wenn alles andere gleich wäre in einem Staat, zum Beispiel die gleiche Medienstruktur, die gleiche Einkommensverteilung und so weiter. Ceteris paribus, all other things being equal auf Deutsch, bieten gemischte demokratische Systeme Opportunitätsstrukturen, die eine populistische Transformation der Demokratie leichter ermöglichen als die reine Wahldemokratie. Meine Antworten auf diese Fragen, insbesondere auf die zweite, stehen natürlich unter einem empirischen Falsifizierungsreservat meinerseits oder Vorbehalt meinerseits. Darum geht es heute Abend nicht, sondern ich möchte eher theoretisch die Opportunitätsstrukturen und Anreizstrukturen untersuchen. Natürlich bin ich mir bewusst, dass eben, Sie haben es jetzt auch schon gesehen, es gibt diese große Varianz in den gemischten Systemen. Bei Plebisziten ist es eben wichtig, sind sie konsultativ bindend, bei Initiativen auch und so weiter und so fort. Und jedes Element und jede Kombination von Elementen hat womöglich andere Auswirkungen in Bezug auf Opportunitäts- und Anreizstrukturen und verdient eigentlich eine sehr gesonderte Evaluation. Aber ich möchte mich hier konzentrieren auf einige allgemeine Aussagen, die sich machen lassen. Zunächst einmal zur ersten Frage. Da wird ja vorausgesetzt eben im Populismus, dass es ein homogenes präpolitisches Volk gibt. Entweder irgendwie rassisch, historisch gebildet oder auf einer Engführung eines Klassenbegriffs linkspopulistisch verstanden. Nicht rechtsförmig und nicht institutionell konstituiertes Volk. Jetzt gemischte Systeme, so wie ich sie beschrieben habe, die bieten tendenziell mehr institutionelle Ausdifferenzierung dessen, was als Volk gilt, denn es ist eine institutionelle Ausdifferenzierung vorhanden, eben dadurch, dass es repräsentative Organe gibt mit entsprechenden Abstimmungen in diesen Organen. Zusätzlich gibt es Volksabstimmungen, zusätzlich gibt es gerichtliche Entscheide und so weiter. Also das, was das Volk ist, differenziert sich institutionell tendenziell eher aus, sodass eigentlich wir uns nicht einem präpolitischen, homogenen Volksbegriff annähern durch diese Systeme. Zweitens stellt eben eine Führungspersönlichkeit oder Partei einen Alleinvertretungsanspruch des Volkswillens. Jetzt gemischte Systeme bieten eigentlich Gelegenheit zu wiederholter und differenzierter, sachunmittelbarer Verifikation von bestimmten Alleinvertretungsansprüchen in Bezug auf bestimmte einzelne Themen. Nicht wahr? Die werden noch einmal zur Abstimmung gebracht und es kann sein, kommt durchaus auch vor, dass dann die Abstimmung nicht so rauskommt, wie die Populisten sagen, dass der wahre Volkswille eigentlich wäre. Jedenfalls besteht rein von der Opportunitätsstruktur her die Möglichkeit einer Widerlegung, einer weiteren Widerlegung eines Alleinvertretungsanspruchs. Drittens die Frage nach der Uneingeschränktheit des souveränen Volkswillens. Also beim Verfassungsinitiativrecht ist es ja so, dass dann zum Beispiel in der Schweiz das Recht des Parlaments zur Ausformulierung des Gesetzes intakt bleibt. Es ist in dem Sinne kein uneingeschränkter Volkswille im Zugriff auf die Rechtsetzung durch die Initiative. Also es ist eben dieses Spiel von Checks and Balances zwischen Gesetzesinitiative, Abstimmung und parlamentarischer Gesetzgebung vorhanden. Beim Referendum kann das Volk nur Gesetze widerrufen, die schon vom Parlament beschlossen wurden. Auch hier ist in dem Sinn kein uneingeschränkter Volkswille auf Rechtsetzung zu erkennen.
Und bei der Einschränkung der Volkssouveränität ist es interessant. Grundrechts- und Minderheitenschutz wird garantiert in diesen gewaltenteiligen Systemen durch Verfassungsgerichtsbarkeit, durch Ewigkeitsklauseln, durch Jus Cogens und gerade nicht durch Wahlen. Also es ist nicht so, dass uns die repräsentative Demokratie dort quasi den Minderheiten- und Grundrechtsschutz bietet. Wir sehen das auch in populistischen Wahldemokratien. Die Partei, die dann die Parlamentsmehrheit innehat, die kann Grundrechte und Minderheiten ritzen, zum Beispiel in Ungarn der Fall. Das Bollwerk dagegen ist nicht das Repräsentationsorgan, das Parlament, sondern wenn überhaupt, sind es die Gerichte. Also es ist die Gewaltenteilung und nicht das Spiel repräsentative versus direkte Demokratie, das uns hier diese Einschränkung der Volkssouveränität garantiert. Viertens, die Elite steht unter konspirationstheoretischem Dauerverdacht. Bei gemischten Systemen ist das so, dass eben eine erhöhte sachbezogene Autorisierungs- und Rechenschaftspflicht der Eliten besteht, weil sie eben dann einzelne Referenden noch gewinnen müssen, welche durch Bottom-up, also durch Unterschriftensammlungen initiiert wurden. Also ein solches System kennt eigentlich erhöhte Rechenschaftspflicht auch während der Legislatur. Und der Verdacht, nicht weil alles wird im Geheimen von unsichtbaren Eliten manipuliert, verliert eigentlich in gemischten Systemen mit Initiativen und Referendum eher an Glaubwürdigkeit, als wenn für 4 Jahre ein Parlament gewählt wurde oder dann gewissermaßen in parlamentarischen Kommissionen und so alles vorbereitet und entschieden wird und die Koalitionsverhandlungen, die auch nicht immer transparent sind, zu bestimmten Mehrheiten führen und dann wird etwas durchgezogen. Da scheint es mir doch anders zu sein in Systemen, wo das fakultative Referendum möglich ist. Da kann ein sogenannter Moment of Accountability eingeführt werden während der Legislatur. Also das wäre die erste Frage. Die zweite Frage betrifft diese Annahme, ob gemischte demokratische Systeme Opportunitätsstrukturen schaffen, die eine populistische Transformation der Demokratie leichter ermöglichen als die reine Wahldemokratie. Also gemischte Systeme bieten ja die Möglichkeit, Initiativen mit populistischem Inhalt zur Abstimmung zu bringen. Sie bieten die Möglichkeit, Gesetze aufgrund populistischer Ziele zu verhindern. Das ist sicher so. Diese Opportunitätsstruktur besteht. Aber es bestehen eben auch noch andere Opportunitätsstrukturen. Also wenn man eine reine Wahldemokratie hat, können natürlich populistische Inhalte auch im Parteiprogramm drinstehen. Und wenn dann die Partei mal im Parlament ist und nicht durch nichts mehr zurückgebunden werden kann, also zum Beispiel durch Initiativen oder Unterschriftensammlungen, dann sind natürlich solche Parteiprogramme und Wahlplattformen ebenfalls Opportunitätsstrukturen, um populistische Inhalte zu kolportieren, ohne die Möglichkeit, sie dann eben noch einmal zur Abstimmung zu bringen. Außerdem kann man sagen, dass repräsentative Systeme, wo die Repräsentierenden, also die sind sehr personenbezogen, dass solche Systeme auch sehr viele auf Führungspersönlichkeiten ausgerichtete Opportunitätsstrukturen bieten, welche dann auch nicht mit Abstimmungsresultaten konfrontiert werden während ihrer Amtszeit. Und es ist so, dass dort, wo die Populisten effektiv dann auch an der Macht sind, es meistens reine Wahlsysteme sind, wo sie eben die Wahlen gewonnen haben. Und dann gibt es aber weniger Möglichkeiten, sie noch einmal mit Abstimmungsresultaten zu konfrontieren in Bezug auf einzelne Sachthemen. Und drittens kann man ja sagen, dass diese gemischten Systeme Opportunitätsstrukturen für alle Richtungen bieten. Also Initiativen und Referenden können aus allen politischen Lagern eingebracht werden. Es ist nicht den Populisten vorbehalten, das zu tun. Und dieser Ausgleich, diese Debatten, die entstehen, führen
tendenziell zu mehr Reflexivität und Deliberation in einem gemischten System. Und ich denke, gemischte Systeme bieten aufgrund der Referendumsmöglichkeit mehr Möglichkeit, dem Vorwurf der Missachtung des Volkswillens den Boden zu entziehen als reine Wahlsysteme, weil dann immer nur suggeriert werden kann, was das Volk eigentlich gewollt hätte, wenn das Parlament irgendetwas entschieden hat. Zusätzlich, und das ist noch wichtig, bieten solche gemischten Systeme Checks and Balances, zusätzliche Möglichkeiten von Checks and Balances zwischen Parlament und Wählenden. Sie bieten zweitens die Möglichkeit zur Autorisierung von allen möglichen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die Abstimmungskomitees gründen können, auch Initiativkomitees. Natürlich sind das oft traditionelle Parteien, aber nicht immer. Und manchmal sind es auch interessante Verbindungen zwischen Parteien in Bezug auf bestimmte Sachthemen, die sich ergeben. Also es entsteht so etwas wie ein Empowerment of non-elected representatives, wie man sagen könnte. Dazu hat eine Doktorandin von mir interessantes Paper gleich zu ihm geschrieben, Aliselva Kiel. Es gibt eine erhöhte Rechenschaftspflicht der Repräsentierenden, wenn es Referenden gibt. Und das führt wiederum zu einem Anreizsystem, dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier dauernd sehr viel besser erklären müssen, was sie eigentlich machen, weshalb sie etwas wie entschieden haben, sodass die substanzielle Repräsentation, über die Herr Müller auch gesprochen hat in seiner Vorlesung, eigentlich begünstigt wird durch diesen intensiveren Austausch, der stattfinden muss in Systemen mit direkt demokratischen Elementen. Dann bietet das gemischte System auch die Möglichkeit zu konsultativen Plebisziten. Und dazu möchte ich jetzt noch etwas sagen. Also ich verstehe das folgendermaßen. Das Plebiszit, da wird eine Abstimmung von der Regierung ausgelöst und im System drin ist es ein Privileg der Regierung oder des Parlaments, was ja und dann die herrschende Partei in der parlamentarischen Demokratie kontrolliert das Parlament. Also was zur Abstimmung kommt und wann entscheidet die Regierung. Also Inhalt und Zeitpunkt sind in dem Sinn strategisch gewählt von der Regierung. Und auch das Resultat ist beim konsultativen Plebiszit, ist es nicht bindend. Und dieses Paket zusammen ergibt meines Erachtens folgendes Opportunitätsmodell. Also die konsultativen Plebiszite erweitern den strategischen Spielraum der Exekutive gegenüber Legislative und Wählenden, sicher gegenüber Wählenden. Und es ist ein sehr beliebtes Instrument in den Händen von exekutiven Führungspersönlichkeiten. Es ist eben kein Volksrecht, sondern es ist wie am Tisch, wo die Kinder nur sprechen dürfen, wenn der Papa ihnen das Wort erteilt. Und wenn sie die falsche Antwort gegeben haben, werden sie dann nicht mehr, nächstes Mal nicht mehr gefragt. Das ist hier die Dynamik, die entsteht. Und es ist dann eben problematisch, Plebiszit als den Oberbegriff für alle gemischten Systeme zu betrachten, wie das im Wikipedia-Artikel zum Plebiszit gemacht wird. Denn eben bei einem von der Regierung induzierten Plebiszit kann das Volk dann nur in der Abstimmung entscheiden, aber nicht über die Abstimmung. Das ist der entscheidende Unterschied. Es kann nicht durch massive Sammlung von Unterschriften eine Abstimmung auslösen, sonst kann nur zu einer schon vorfabrizierten, von der Regierung vorfabrizierten Frage Ja oder Nein sagen und nur dann, wenn es der Regierung passt. Und dann kann die Regierung noch mit dem Resultat machen, was sie will. Und das führt natürlich, diese Plebiszite führen zu sogenannten Second Order Voting, also die Leute reagieren dann gegen die Regierung im Plebiszit und nicht zur Sachfrage, sie beantworten nicht die Sachfrage, sondern sie geben vielleicht irgendeiner Stimmung gegenüber für oder gegen die Regierung Ausdruck, man nennt das Second Order Voting. Und dann die Regierung selber kann das Resultat wiederum strategisch interpretieren. Also es gibt viele Beispiele,
Insbesondere auch in der europäischen Integration hat das so stattgefunden. Nicht wahr, das Referendum, also das Plebiszit über den Verfassungsvertrag in Frankreich und Holland, da hat das Volk Nein gestimmt. Dann kam eigentlich mehr oder weniger dasselbe Korpus im Lissabon-Vertrag wieder, aber man hat dann das nicht mehr zur Abstimmung gebracht, weil das Volk ja beim ersten Mal die falsche Antwort gegeben hat. Oder 2015 in Griechenland, das Austeritätspaket wird zur Abstimmung gebracht, wird abgelehnt vom Volk. Eine Woche später schickt die Regierung nach Brüssel einen neuen Vorschlag, mehr oder weniger gleich, würde sogar sagen, noch etwas strenger als das erste Autoritätspaket, das schon abgelehnt wurde. Und das hat dann natürlich keine Abstimmung mehr gegeben, weil die Regierung entscheidet ja, wann es eine Abstimmung geben soll. Und nur dann wird das Resultat akzeptiert, wenn das Volk die richtige Antwort gegeben hat und so weiter. Ich könnte die Liste noch fortsetzen. Und ich denke, diese Art Umgang mit sogenannt direkter Demokratie, was eben konsultative Plebiszite sind, diese Art Umgang ist, der schürt natürlich Ressentiment und der kann meines Erachtens tendenziell eine Tendenz hin zum Populismus begünstigen. Also ich komme zum Schluss meiner Darstellung von heute Abend. Stellen gemischte demokratische Systeme eine Annäherung an die vier Definitionselemente des Populismus dar? Ich würde sagen, nein, aufgrund dessen, was ich ausgeführt habe. Auch die zweite Frage, bieten gemischte demokratische Systeme Opportunitätsstrukturen, die eine populistische Transformation der Demokratie leichter ermöglichen als die reine Wahldemokratie? Auch diese Frage würde ich verneinen, aufgrund mit den Argumenten, die ich vorgetragen habe. Ich würde noch eins draufsetzen. Ich würde sagen, gemischte demokratische Systeme bieten Opportunitätsstrukturen, die den Populismus im Vergleich zu reinen Wahlsystemen langfristig eher einschränken, vielleicht einfacher eindringen lassen, aber langfristig auch besser in Schach halten. So würde ich es formulieren. Und davon ausnehmen von diesen Urteilen, die ich jetzt gefällt habe, würde ich das konsultative Plebiszit, das leider oft zur Anwendung kommt und das meines Erachtens in der Tat Ausdruck ist, entweder treibt es selber den Populismus an, weil es Ressentiment schafft, oder es wird auch populistisch eingesetzt von einer bereits populistisch agierenden Regierung, um strategisch gewisse Dinge, die man tun will, als den Volkswillen überhaupt darzustellen. Aber das ist deshalb verzerrend, weil es nur dann gemacht wird, wenn die Regierung aufgrund von Umfragen sicher sein kann, dass sie dann auch gewinnt. Das kann auch schiefgehen, wie beim Brexit-Referendum, wo in der Tat die Regierung gemeint hat, sie werde das gewinnen aufgrund von Umfragen, aber dann falsch lag. Also der Einsatz dieses strategischen Instruments kann natürlich auch fehlgehen. Aber insgesamt würde ich von meiner negativen Beantwortung der Frage, würde ich das konsultative Plebiszit ausnehmen. Damit hätte ich für heute geschlossen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, liebe Franzis, für diese sehr erhellenden Ausführungen, die eben wirklich ein Phänomen meines Erachtens ganz klar verordnen und analysieren. Denn das hatte ich schon während des Vortrags auch gedacht, eben, ich meine, die gemischten Systeme jetzt unabhängig von diesem spezifischen eben konsultativen Plebiszit, die haben diese Qualitäten wahrscheinlich nur, wenn sie eben wirklich breit verankert sind und auch eine Art Longue Durée dazukommt. Das hast du ja auch anklingen lassen. Also selbst wenn jetzt in England sozusagen Initiativen nur einmalig, zweimalig und gar nicht von oben gekommen wären, würde vielleicht doch eine gewisse Tradition fehlen, dass man überhaupt so argumentiert und darauf eingespielt ist. Also letzten Endes verstehe ich deinen Vortrag doch auch sehr stark für ein Plädoyer, so wie es eben in der Schweizer Demokratie abläuft, wo diese Möglichkeiten da sind. Es gibt andere Demokratien eigentlich kaum, wo das so standardisiert heute mit dabei ist, oder sehe ich das falsch? Ja, es gibt wenige Staaten, wo es vielleicht so intensiv auf so vielen Ebenen, das dann kommt noch dazu,
gepflegt wird. Aber es ist, also die Elemente, die ich am Anfang genannt habe, die gibt es zum Teil in anderen Staaten auch. Ja. Die sind damit auch eigentlich gemischte Systeme. Ja. Einfach, ich glaube, aber die Konsequenz und die systemische Konsequenz auf allen Ebenen, so wie wir sie in der Schweiz haben, gibt's sehr selten. Ja. Das ist ja häufig in der Diskussion, wenn auch eben aus Deutschland dann nachher der Blick auf die Schweiz geworfen wird, immer auch wieder diese Frage, könnte das in einem größeren Staat überhaupt funktionieren? Denn da kommt schon auch ein Element dazu, dass eben schon Aristoteles ja betont, dass ein Staat irgendwo auch ein bisschen was Überschaubares noch haben muss, damit es funktionieren würde. Wie würdest du das sehen, wenn ich das noch fragen darf? Also wäre das übertragbar auf ein 90-Millionen-Volk? Ja, ich würde sagen, es ist insofern übertragbar auf das 40-Millionen-Volk der Kalifornier. Nicht? Die haben das ja auch, die haben sogar noch mehr Elemente, kann man dann auch darüber reden, wie sinnvoll das ist, aber es gibt schon sehr viel größere Einheiten, wo das auch gepflegt wird. Ob es dann, also auf Bundesebene in den USA gibt es dann nicht. Ne? Aber das, ich glaube, der Grund dafür war damals, man korrigiere mich, ich bin ja kein Spezialist in der Geschichte der USA, aber der Grund war nicht, dass man gesagt hat, es geht nicht, weil es zu groß ist, sondern man wollte eigentlich die Regierungsgewalt nicht schwächen durch solche direktdemokratischen Elemente. Man wollte eine ganz starke Exekutive haben gegen die europäischen Monarchien. Also ich glaube, es waren eher außenpolitische Gründe damals. Kann falsch liegen. Natürlich gibt es sicher eine Obergrenze, wo irgendwie Demokratie noch möglich ist. Das gilt natürlich dann auch für die repräsentative Demokratie. Wie ist das Verhältnis von Repräsentierenden und Repräsentierten? Das wird auch immer größer bei großen Staaten. Also auch die repräsentative Demokratie wird meines Erachtens tendenziell problematisch in größeren Einheiten. Das gilt eben auch nicht nur für die direkte Demokratie, sondern eigentlich für die Demokratie überhaupt. Wenn noch so etwas wie eine Bürgerinnennähe da sein soll zwischen und eine Nähe zu den Repräsentierten aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, das alles ist problematisch. Aber das betrifft die Demokratie als Ganzes, diese Frage. Ich sehe das nicht als Spezialproblem der direkten Demokratie. Und darf ich noch eine Frage stellen aus Neugierde, eben die Assembly Democracy, wie das in der modernen Theorie vertreten wird, wäre das dann diese Extremform, wie sie zumindest in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus in Athen zu finden ist? Also da sind ja häufig diese Elemente mit dabei, dass eben dann auch mit den geschworenen Gerichten ja durchaus auch das judikative Element dazukommt, also irgendwie auch die Beamten, die nachher überprüft werden, das hast du ja auch hier erwähnt, wie Initiativen nach dieser Funktion haben würden. Also was ist das Paradebeispiel für eine Assembly-Demokratie in diesen modernen theoretischen Ansätzen? Es wird oft die Versammlung, die Sokrates zum Tode verurteilt, nicht? Also diese judikativ agierende Volksversammlung wird vorgeführt. Aber ich muss ehrlich sagen, in der systematischen Diskussion ist es natürlich eine Schrumpfvorstellung dessen, was die athenische Demokratie war und insbesondere auch, wie sie sich entwickelt hat, hin zu einem gewaltenteiligen System. Das haben wir auch schön gehört in dieser Ringvorlesung. Das wurde sehr schön dargestellt. Also es ist eigentlich ein Fantasiegebilde. So wird das wie ein Strohmann. Oder das ist direkte Demokratie und man kann sie halt dann auch gleich abschießen. Ne? Weil, und der zweite Strohmann ist natürlich, ja, und das Frauenstimmrecht oder? Wurde wegen des Referendumsrechts so spät eingeführt. Und damit meint man auch, ein ganzes Modell abschießen zu können. Die Debatte ist in dieser Hinsicht in der Politiktheorie noch etwas unterbelichtet, würde ich sagen. Denn man kann natürlich nicht aus einem Einzelentscheid so ein ganzes System beurteilen. Ich könnte dann gerade so gut die Demokratie ablehnen und darauf hinweisen, dass das britische Empire die Sklaverei vor der amerikanischen Demokratie abgeschafft hat. Und jetzt ist das ein Argument für das Empire oder für Enlightened Despotism versus Demokratie. Man muss es schon viel systemischer sehen und über lange Sicht und viele Entscheide anschauen. Und nur so möchte ich meine Ausführungen verstanden haben. Einzelne Abstimmungen, die können natürlich in die Irre gehen, ne? Das ist klar. Die Frage ist, wie werden sie systemisch wieder aufgefangen, oder? Hat das System dann noch Checks and Balances und Korrekturmöglichkeiten? Und ich glaube, ein solches gemischtes repräsentatives System hat langfristig
die Möglichkeit der eigenen Korrektur und dass etwas wieder zur Sprache kommt, abgeschwächt wird und so weiter. Das will ich gesagt haben. Nicht, dass der Einzelentscheid nicht populistisch sein kann in dem Sinn. Damit kommen wir eigentlich auch zurück zu etwas, was wir in der allerersten Veranstaltung von Ruth Dreyfus sehr nachdrücklich gehört haben, dass sie fand eben, dass das ist typisch für Demokratie ist, dass jedes Gesetz, das man erlässt, nachher auch unerwünschte Nebenwirkungen hat. Man muss immer wieder neu ajustieren und genau prüfen, worüber man abgestimmt hat und welche unerwünschten Konsequenzen es hatte. Also letzten Endes eigentlich eine schöne Ringkomposition ist hier genau zu diesem spezifischen Punkt. Das hat sie sehr stark betont, dass es immer diese nachträgliche Evaluation braucht und das auch eine reife Demokratie eigentlich auszeichnet. Genau, die Demokratie ist deshalb, hat deshalb für mich die Nase vorn unter den Regimes, weil sie durch die Periodizität der Wahlen und durch die Möglichkeit der Abstimmungen eigentlich die Korrekturmöglichkeit institutionalisiert hat von Entscheidungen. Darum geht es, nicht darum, dass der Einzelentscheid der richtige ist. Ne? Der kann oft falsch sein, aber das System hat Reflexivität und Korrekturfähigkeit eingebaut wie kein anderes politisches Regime. Weil ein aufgeklärter Despotismus ist darauf angewiesen, dass der Despot immer aufgeklärt bleibt, in jedem Fall aufgeklärt entscheidet. Und wenn er es mal nicht tut, was machen wir dann? Denn es gibt ja im System dann eben nicht die entsprechenden Korrekturmöglichkeiten. Also ich bin ganz sicher, wenn wir diese Veranstaltung nicht unter den Covid-19-Bedingungen durchgeführt hätten, würde jetzt die Diskussion noch sehr, sehr lange dauern. Wir hätten viel noch zu besprechen und zu erörtern. Das ist jetzt leider nicht möglich. Ich möchte aber die Chance nutzen, weil das jetzt das letzte Mal ist, dass wir eine solche Aufzeichnung machen. Zum einen unserem Videokünstler Bodan Stelig ganz herzlich zu danken für diese tolle Arbeit, die er im Rahmen dieser Ringvorlesung für uns geleistet hat. Und dann natürlich nicht zuletzt auch der Georg und Bertha Schweizer Wienicker Stiftung für die großzügige Unterstützung, die uns das auch ermöglicht hat, eben jetzt unter diesen erschwerten Bedingungen in einem schönen und doch wirklich auch befriedigenden Rahmen durchzuführen. Der größte Dank gilt heute Abend aber Francis Schönewald. Das war eine tolle Veranstaltung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Danke.